Wir wollten mal etwas anderes mit unserer Farbe probieren und haben uns entschieden, diese Schachbrettwand zu kreieren. Also, Malerkit raus, indem ihr alles findet, was ihr zum Streichen benötigt, unter anderem das Malerkreid. Im ersten Schritt kleben wir ab. Für das Schachbrettmuster muss man zweimal abkleben, damit sich die Kästchen an den Ecken am Ende treffen. Damit die Kästchen gleich groß sind, müsst ihr vorher ausmessen. Das Ganze kommt auf die Größe eurer Wand an. Hier ist also das erste Mal abgeklebt und jetzt beginnen wir mit dem Streichen. Wir haben uns hier für den Ton Kirschblüte entschieden. Gut schütteln und die Farbe eingießen. Zuerst streichen wir nun die Kästchen, die sich am Ende nicht treffen. Dann ziehen wir das Malerkreid ab, lassen die Farbe trocknen und kleben erneut ab. Nun kleben wir innerhalb der bereits gestrichenen Kästchen ab und streichen dann die restlichen Kästchen. Eine genaue Anleitung findet ihr übrigens auf unserer Website. Jetzt können wir das Malerkreid abziehen und dann sind wir fertig.